Damit kommen wir jetzt, wie eingangs bei der Tagesordnung festgelegt, zum Punkt 6.10, der damit Dresden wirklich summt. So geht das. Einreicher CDU-Fraktion, Herr Dr. Reuter, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, vor einem halben Jahr gab es einen Antrag mit fast dem gleichen Titel, damit Dresden weitersummt, Aktionsplan gegen das Bienensterben. Ich habe damals zwar den Titel als wirklich lyrisch gelobt, aber auch das Fazit gezogen, dass mit diesem Antrag den Bienen nicht wirklich geholfen wird. Vieles, was der Antrag damals forderte, war bereits Verwaltungshandeln. Und das zeigte übrigens auch die Beschlusskontrolle zum Beschluss, die unterdessen ausgereicht worden ist. Konkrete Maßnahmen für die Wildbienen wurden damals kaum angesprochen. Und diese benötigen im Gegensatz zu den Honigbienen wesentlich mehr Beachtung. Das sah nicht nur meine Fraktion so. Auch der Dresdner Imkerverein war enttäuscht. Deshalb gab es eine Initiative, einen Katalog mit Maßnahmen zu erarbeiten, die den Bienen, vor allem den Wildbienen, wirklich helfen. Das sollte aber nicht mit Informationen aus dem Internet vom Bundesumweltamt verfolgen, sondern von denjenigen erarbeitet werden, die sich in ihrer Freizeit oder auch beruflich mit den Bienen beschäftigen, und zwar nicht nur mit den Honigbienen, sondern vor allem den Wildbienen, die den wesentlichen Anteil an der Befruchtung von Blüten haben. Das Bundesumweltamt veröffentlicht Hinweise, die für das gesamte Bundesgebiet gelten, geht aber nicht auf lokale Besonderheiten ein. Verglichen mit dem ländlichen Raum haben die Honigbienen in Dresden geradezu paradiesische Zustände. Es gibt eher zu viele, das konnten Sie übrigens heute auch der lokalen Presse entnehmen. Das Ergebnis der Arbeit ist jetzt ein umfangreicher Katalog, erarbeitet von der Arbeitsgruppe Biene sucht Blüte im Dresdner Imkerverein. Frau Fritsche wird uns den Katalog dann auch noch mal kurz vorstellen. Die Beachtung und Anwendung des Katalogs kann dafür sorgen, dass nicht nur die Honigbienen, sondern eben auch die Wildbienen Bedingungen vorfinden, die ihren Bestand erhalten und wirksam schützen können. Nicht jede Einzelmaßnahme ist in der gesamten Großstadt anwendbar, aber jede einzelne angewendete Maßnahme dient dem Schutz und der Erhaltung der Bienenpopulation. Deshalb soll die Stadtverwaltung bei allen Vorhaben prüfen, ob Maßnahmen des Katalogs angewendet werden können und diese dann auch, sofern zutreffend, anwenden. Der Katalog sollte in geeigneter Weise, zum Beispiel im Amtsblatt, im Internetauftritt der Landeshauptstadt bekannt gemacht und jedermann und jede Frau zur Anwendung empfohlen werden. Abschließend möchte ich mich noch einmal sehr herzlich bei denjenigen bedanken, die den Katalog in mühevoller Kleinarbeit erarbeitet haben. Und ich hoffe, dass er weite Verbreitung und vor allem Anwendung findet. Über die einstimmige Zustimmung im Umweltausschuss habe ich mich sehr gefreut und hoffe auch hier auf Ihre Zustimmung. Dankeschön. Soweit für den Einreicher, Herr Dr. Reuter. Wir hatten eingangs Rederecht vereinbart für Frau Fritsche, die ich jetzt nach vorne bitten darf. Und Sie haben auch 5 Minuten Redezeit. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß, Sie sind mittlerweile müde. Ich auch. Aber wir haben ein Problem. Nicht nur wir Imker vom Imkerverein, sondern wir alle gemeinsam. Das stille Bienensterben, das von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkte Sterben der Wildbienen, also solitär nistender Bienenarten, die keine Völker bilden.
Circa 70% der immerhin über 400 Wildbienenarten Sachsens sind laut Roter Liste in ihrem Bestand bedroht oder bereits ausgestorben. Damit sind wir im Bundesvergleich traurig Rekordhalter. Das bedeutet nicht nur einen weiteren Verlust für die Biodiversität, sondern betrifft uns direkt, denn die Wildbienen gehören neben den Honigbienen zu unseren wichtigsten Bestäubern. Rund 80% unserer heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf die Bestäubung durch Blütenbesucher angewiesen. Einen besonderen Anteil daran haben die Wildbienen, denn sie bestäuben teilweise etwas effektiver und auch Blüten, die zum Beispiel von Honigbienen nicht beflogen werden. Wo sie mit den Honigbienen zusammenarbeiten, ist der Fruchtansatz höher und letztlich auch der Ertrag. Aber die Wildbienen sind, wie gesagt, massiv bedroht. Deshalb hat unsere Arbeitsgruppe gemeinsam mit Entomologen des NABU Sachsens einen Maßnahmenkatalog zum Wildbienenschutz erarbeitet, dem der hier besprochene Antrag zugrunde liegt. Die Zeit drängt, denn anders als bei der Honigbiene lassen sich verloren gegangene Bestände der Wildbienen nicht wieder auffüllen. Hier gilt, was weg ist, summt nicht mehr. Und das für immer. Der Maßnahmenkatalog ist daher auch als Reaktion auf den Stadtratbeschluss zum Bienensterben vom letzten Herbst entstanden, der zum größten Teil nur die Förderung der Honigbienenhaltung im Fokus hatte. Der letztendliche Anstoß, den lange geplanten Katalog in Angriff zu nehmen, kam tatsächlich von Herrn Dr. Reuter, der bei uns angefragt hat, was man denn nun wirklich tun könnte, um den Bienen, und zwar allen Bienen Dresdens, zu helfen. Umso mehr freuen wir uns, dass die CDU-Fraktion auch hier den nächsten Schritt für die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs zum Schutz von Wild- und Honigbienen geht. Inhaltlich hat der Maßnahmenkatalog 4 Schwerpunkte. Zum einen ist es das Erkennen und der Erhalt bestehender Habitate. Denn wir haben nicht nur ein Problem, wir haben hier in Dresden auch die Lösung in Form besonders wertvoller Wildbienenhabitate wie dem Dresdner Heller. Hier hat die Stadt das Potenzial, als Rückzugsort und Arche für Bienenarten zu dienen, die auf dem Land kaum noch eine Chance haben. Der zweite Punkt, wie soll das anders sein, sind die Pestizide einer der Hauptursachen für das Bienensterben. Aber hier geht es nicht nur um direkte Vergiftung, sondern auch um den Einsatz von Herbiziden gegen vermeintliche Unkräuter, die wichtige Nahrungspflanzen für Bienen darstellen. Der dritte Hauptschwerpunkt des Maßnahmenkatalogs ist die Bereitstellung von Nahrungspflanzen im öffentlichen Grün. Durch die teilweise geringe Flugdistanzen mancher Arten von wenigen hundert Metern ist hier ein Biotopverbund notwendig, um Wildbienen aktiv unterstützen zu können. Dafür beinhaltet der Maßnahmenkatalog eine Liste der wichtigsten Pollenlieferanten für Wildbienen. Der vierte Hauptschwerpunkt des Maßnahmenkatalogs besteht in der Bürgerberatung, insbesondere in Bezug auf die Wichtigkeit und die Lebensweise von Wildbienen. Hier möchten wir zudem anregen, dass das alleinige Schönheitsideal des englischen Rasens in unseren Gärten zu hinterfragen. Es geht aber auch um gezielte Aufklärung, um die Zerstörung von Wildbienennestern aus Unwissenheit zu beenden. Letztendlich besteht der Maßnahmenkatalog aus vielen kleinen und nichtsdestotrotz wichtigen Punkten, bei deren Umsetzung Sie uns durch Ihren Beschluss unterstützen können, worum ich Sie hiermit bitte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Fritsche, für den Beitrag. Ich habe zwei Wortmeldungen, Herr Naumann, Herr Dr. Deppe, die ich in der Reihenfolge bitte. Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen Stadträte, im Grunde genommen gibt es gar nicht so viel zu sagen zu dem Antrag. Der ist gut, das haben wir schon im Ausschuss gesagt. Und meine Vorredner hat auch die CDU schon dafür sehr gelobt. Das will ich nicht noch so weit mich reinschlagen. Was zu sagen wäre, ist, dass der Antrag zwei Besonderheiten hat. Das eine ist, dass wir nun zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Bienen 150 Jahre, nachdem die ländliche Bevölkerung in die Stadt gezogen ist, jetzt auch in die Stadt ziehen, also hinterherkommen. Das lässt darauf schließen, wie sehr sich der ländliche Raum verändert hat. Genauso wie damals das für die Landbevölkerung nicht mehr Lebensgrundlage gewesen ist, ist es jetzt auch nicht mehr für die Bienen, und insofern kommen alle wieder zusammen. Und der zweite bemerkenswerte Grund in diesem, oder bemerkenswerte ja, Grund ist der Einreicher. Ich muss es so sagen, der Dr. Reuter hat vorhin ausgeführt, dass der Antrag so schlecht gewesen ist, den die Grünen vor reichlich einem Jahr eingebracht haben.
Das war er nicht. Wir haben lange diskutiert. Die CDU hätte ja können auch dort ein paar... Gut. Sagen Sie es nachher noch nach mir. Ich rede mal einfach zu Ende. Der Antrag war, hätte ja verändert werden können durch die CDU-Fraktion. Das haben Sie nicht gemacht. Sie haben ihn schlichtweg abgelehnt, komplett, um einen ähnlichen Antrag jetzt reinzubringen und durch uns beschließen zu lassen. Okay. Können wir diskutieren, wie die Königsbrücker Straße nachher? Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, Frau Müller. Nee, es ist wirklich so gewesen, dass der auch vorgestellt wurde. Sie waren zum Teil dabei gewesen. Wir haben darüber diskutiert. Wir waren auch bereit, Änderungen vorzunehmen. Sie haben ihn ergänzt komplett und haben ihn mit reingebracht. Er ist gut, ohne Frage. Wir werden ihm auch zustimmen. Bedanken uns auch im Namen der Bienen jetzt. Aber es ist eben ein Kuriosum und ich habe mir überlegt, warum Sie das machen, warum Sie das jetzt einbringen. Und ich denke, das ist die Rolle der Opposition. Jetzt fangen Sie also an und bringen einen neuen Antrag an. Und der wird jetzt erfüllt durch uns alle. Ja, machen Sie weiter so. Wir haben einen Antrag vor der vorigen Wahlperiode eingebracht, Stadtgärtnern, also Urban Gardening. Vielleicht können Sie den auch nochmal wiederholen. Wir stimmen dann alle zu und dann erfüllen wir den Antrag. Ja, ja. Herr Dr. Seppel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir freuen uns sehr, dass die lieben Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion nun ihr ökologisches Gewissen entdeckt haben und tatkräftig gegen das Bienensterben vorgehen wollen. Vor 6 Monaten, als wir eben schon einmal darüber gesprochen haben, Herr Naumann hat es ja gerade gesagt, da hörte sich das noch ein bisschen anders an. Ich zitiere die Niederschrift der Stadtratssitzung vom 11.12.2015, wo Herr Dr. Reuter meinte, das Ganze sei typisch grüner Quatsch und es gebe überhaupt keinen Grund zum Handeln. Und Herbizide würden sowieso nicht mehr auf städtischen Liegenschaften verwendet, was nachweislich falsch war. Nun also dieser Sinneswandel, und da muss man schon sagen, da hat der Imkerverein ordentliche Arbeit in ihren Reihen geleistet. Aber passen Sie auf, liebe Kolleginnen und Kollegen in der CDU. Ich hoffe, dass Sie auch genau gelesen haben, was Sie dort jetzt alles eingebracht haben und hier beschließen wollen. Und nun kommen wörtliche Zitate aus dem Antrag, den Sie eingebracht haben, in dem Sie ja alle Forderungen des Arbeitskreises Biene sucht Blüte übernehmen und zum Gegenstand dieses Antrages machen. Passen Sie auf. Kein Einsatz von Pestiziden im öffentlichen Grün, auf Sportplätzen, Wegen etc. Vergabe von Pachtverträgen nur unter strengen ökologischen Auflagen. Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes bei Bauvorhaben. Förderung des ökologischen Landbaus und von Projekten der solidarischen Landwirtschaft. Erhalt von Ödland und Brachflächen, insbesondere in den Stadtrandlagen. Einflussnahme auf Forstbetriebe zum Erhalt und zur Neuanlage blütenreicher Waldsäume mit Totholz und von Streuobstwiesen. Schaffung und Erhalt von Blühwiesenkorridoren. Das ist schon beachtlich, wozu Sie sich da bekennen. Und wir hoffen, dass Sie sich auch noch daran erinnern werden, wenn die nächsten Bebauungspläne in die Ausschüsse dieses Stadtrats kommen. Wir hoffen, dass Sie sich daran erinnern werden, wenn wir demnächst über den Landschaftsplan und den Flächennutzungsplan für die Landeshauptstadt diskutieren werden und es unter anderem um Biotopverbünde gehen wird. Wir hoffen, dass Sie sich daran erinnern werden, wenn wir wieder ein schönes, kleines, flächenfressendes Wohngebiet im Schönfelder Hochland genehmigen sollen. Ja? Und damit Sie es schon mal gleich wissen, wir werden Sie daran erinnern. Und dann bauen wir darauf, dass Sie aus dem so weit wie möglich in Ihrem Antrag nicht versuchen, ein so wenig wie möglich zu machen und viele Gründe zu finden, warum das nun in diesem konkreten Fall gerade mal nicht geht.
Die erste Gelegenheit, Ihren Worten Taten folgen zu lassen, die hatten Sie schon, nämlich bei dem Glyphosat-Verzichtsantrag, den wir in den Umweltausschuss eingebracht haben. Und was haben Sie da gemacht? Sie haben dagegen gestimmt. Und dann wurden noch tolle Vergleiche gezogen bezüglich der gesundheitsgefährdenden Wirkung von Glyphosat mit dem Verzehr von Bananen. Großartig. Wenn Sie die Debatte auf diesem Niveau weiterführen wollen, dann konterkarieren Sie nun wirklich alles, was Sie uns hier heute vorgelegt haben. Also dann auf gute Zusammenarbeit zum Schutz der Bienen und unserer natürlichen Umwelt. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann kommen wir zum Schlusswort des Einreichers. Herr Dr. Reuter, bitte. Sehr geehrter Herr Dr. Deppe, sehr geehrter Herr Naumann, ich kann zwischen Ihnen beiden zwei gravierende Unterschiede feststellen. Herr Naumann hat den Antrag nicht komplett gelesen. Herr Dr. Deppe hat sich zumindest Mühe gegeben, ihn zu lesen und möglicherweise auch zu verstehen. Allerdings muss ich seinem Erinnerungsvermögen in zwei Fällen etwas nachhelfen. Zum einen, vom grünen Quatsch habe ich nicht geredet. Ich habe übrigens die Videoaufzeichnung von damals noch, die können Sie auch gern sich noch mal anschauen. Ich habe Ihnen damals attestiert, dass Sie Inhalte, die Sie offensichtlich auf der Webseite des Bundesumweltamtes gelesen haben, ohne jede Kommentierung und ohne jede Übertragung auf die Dresdner Verhältnisse einfach vorgetragen haben. Da haben Sie Und ich darf an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass Sie damals an keiner der Ausschusssitzungen des damaligen Antrags überhaupt teilgenommen haben. Das nur zu Ihrer Erinnerung. Zweite Erinnerung, die ich Ihnen an dieser Stelle einfach nochmal ins Buch schreiben muss. Sie gehen davon aus, dass der Glyphosat-Antrag bereits beschlossen sei. Mitnichten ist er beschlossen. Wir haben eine erste Lesung gehabt, bei der überhaupt keine Abstimmung war. Und die Beispiele, die Sie angeführt haben mit den Bananen, die kann ich Ihnen dann gern noch mal vortragen, wenn es tatsächlich um die Abstimmung geht. Sie werden dann sicher Ihre Freude haben. Ich freue mich, wenn wir heute diesem Antrag zustimmen. Danke. So, damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht, der war einstimmig. Und frage, wer möchte zustimmen? Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Beides nicht der Fall, dann einstimmig mit. Ja-Stimmen wäre diese angenommen. Damit springen wir zurück.